Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar Mein Körper und ich, kindgerechte Vorlesemedien rund um Körper, Selbstwert und Identität. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns gefunden haben, trotz des schönen Wetters, und mit uns gemeinsam in die wundervolle Welt der Kindermedien eintauchen wollen, zu diesem doch sehr, sehr umfangreichen Thema. Wir hoffen, wir haben eine Auswahl zusammengestellt und einen Ausschnitt für Sie präsentiert oder werden es präsentieren, der Ihnen Anregungen und Impulse für Ihre Praxis gibt. Und werden die kommenden 30 Minuten sehr gerne mit Ihnen gestalten. Wir, das bin ich, Melanie Würz, Projektmanagerin bei der Stiftung Lesen. Und ich betreue das Projekt Hashtag Medienvielfalt, seit es gibt, seit 2019, also schon eine Weile. Und neben mir steht Christine Kranz, unsere ebenso bekannte und langjährige Referentin für das Projekt. Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Mein Name ist Christine Kranz und ich bin seit unglaublich vielen Jahren schon immer Referentin für Leseförderung für die Stiftung Lesen und kenne mich, denke ich, ganz gut aus mit aktuellen Kindermedien, suche immer die Perlen raus und denke mir irgendwas Schönes aus, was man damit machen kann. Ich denke, das ist maßlos übertrieben. Christine weiß alles und deswegen freuen wir uns sehr, gleich unsere Lieblingsauswahl mit Ihnen zu teilen. Vorher noch kurz ein paar Hinweise zum Organisatorischen. Sie wissen es vielleicht, wenn Sie schon mehrere Online-Seminare im Rahmen von Hashtag Medienvielfalt oder der Stiftung Lesen besucht haben. Sie kriegen automatisch eine Teilnahmebestätigung zugeschickt, wenn Sie jetzt live mit dabei sind. Das kann mal so 2 Wochen dauern, weil wir die einzeln erstellen, aber Sie kriegen auf jeden Fall eine zugemailt. Genauso wie auch die Titelliste mit allen Medien, die wir Ihnen jetzt gleich zeigen werden. Und auch ein Mitschnitt des Online-Seminars wird im Nachgang zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich ungefähr nächste Woche können Sie dieses Video auf unserem YouTube-Kanal finden, also auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Lesen, sodass Sie das Video weiterleiten können an Kolleginnen und Kollegen oder auch gerne nochmal reinschauen können, falls wir vielleicht zu schnell waren. Denn schnell werden wir sein. Wir sind leider immer schnell, wir müssen schnell sein, weil wir nur 30 Minuten haben und so viele schöne Sachen. Genau, deswegen höre ich jetzt auch gleich auf zu reden und wir steigen ins Thema ein. Noch ganz kurz zu unseren Kolleginnen im Chat. Wir haben heute 2 liebe Kolleginnen, die für Sie im Chat da sind. Das sind die liebe Juliane und die liebe Sophie. Die werden uns winken, sobald eine Frage im Chat gestellt wird, die wir hier gemeinsam besprechen wollen vor der Kamera. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Thema, das vielleicht noch nur angeschnitten wurde und Sie gerne noch mehr Input hätten oder was nicht ganz klar geworden ist, dann zögern Sie nicht, schreiben Sie das gerne in den Chat rein und die beiden Kolleginnen werden es dann entweder direkt im Chat beantworten oder zu uns reingeben oder, das kann auch passieren, wenn die Frage eine zu große Antwort erfordern würde, dann beantworten wir diese Frage auf jeden Fall im Nachgang per E-Mail. Die kriegen wir nämlich dann zugestellt. Genau. Und das wäre auch so das grobe Orga, der Organisationsrahmen. Und das Thema ist ja heute Mein Körper und ich. Und wir befinden uns im Projekt Hashtag Medienvielfalt. Das ist ein Projekt, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird und seit 2019 eine Orientierung bieten soll im Medienangebot. Wir gehen davon aus, dass für Kinder möglichst viele Zugangswege geschaffen werden sollten, um sich mit Sprache zu beschäftigen und mit Geschichten. Und wenn Sie das im Medienmix machen, dann haben Sie mehr Möglichkeiten, diese Zugangswege aufzuzeigen. Und weil wir natürlich wissen, dass es total viele Medien gibt, schon alleine Bücher gibt es ja total viele, aber natürlich gibt es super viele Apps, super viele weitere digitale Medien, wollen wir Ihnen immer in ganz kurzen, knackigen 30 Minuten die schönsten Neuerscheinungen, aber auch manchmal haben wir Klassiker dabei, vorstellen, die wir zu einem bestimmten Thema gefunden haben. Und wir mussten ganz viel weglassen. Wir mussten ganz viel, das müssen wir immer. Gerade beim Thema Körper haben wir natürlich sehr viel weggelassen. Ja. Genau. Was wir in diesem Jahr haben, sind also 2 Online-Seminare. Das erste Online-Seminar hat schon stattgefunden. Das finden Sie auch noch auf der Website und auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Lesen. Und passend dazu haben wir noch ein weiteres Angebot. Das sind nämlich die Vorleseideen. Da können Sie sich zum Newsletter anmelden und erhalten dann wöchentlich tatsächlich Impulse und Anregungen zu Medien und auch zu Aktionsideen. Und jetzt die letzten 4 Wochen haben Sie auch da Medientipps und Aktionsideen zum Thema Körper gefunden, quasi als Sneak Peek für dieses Online-Seminar. Genau. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug darüber geredet. Wir wollen über Körper sprechen. Wir wollen über Körper sprechen. Es ist ein sehr spannendes Thema, insbesondere für die Kita-Kinder und insbesondere auch schon für die ganz Kleinen, weil
Wenn Sie in der Kita ankommen, kommen Sie ja meistens aus einer kleineren Einheit, nämlich der Familie, in eine große Einheit mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und das Erste, was auffällt, ist dann, die sehen anders aus als ich, die sprechen vielleicht anders als ich. Ich selber sehe so aus, das schärft dann auch den Blick auf sich selber und eben auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Gleichzeitig ist für Kinder unglaublich interessant, die Sinne fühlen und begreifen. Mein jüngster Enkel ist jetzt ein knappes Jahr alt. Das ist immer sehr lustig, wenn der dann barfuß irgendwo rumkrabbelt und kommt auf einen anderen Bodenbelag. Das Gesicht, was er macht, wenn er mit den Füßchen oder mit den Händen eine andere Struktur spürt, wie er auf Geräusche reagiert. Das ist ja schon ganz früh und die Sinne ordnen Kinder dann in der Kita so langsam dann auch zu und verstehen auch ein bisschen mehr, was da passiert. Genau wie über den Körper im Allgemeinen. Wie sieht der aus? Wie ist der aufgebaut? Was hat er für Funktionen? Besonders interessant sind die Funktionen. Also zum Beispiel großes Thema für diese Altersgruppe Verdauung. Also alles, was mit Klo, Töpfchen, Pupsen, Rülpsen zu tun hat. Die Vorgänge, die damit zu tun haben, ist nicht etwa, dass Kinder sich dafür interessieren, weil sie jetzt irgendwie besonders wären, sondern eben, weil das was ist, was sie wirklich betrifft. In diesem Alter beschäftigen sie sich mit diesen Themen. Deswegen sind Bücher über den Körper und seine Funktion oder über die Sinne, die wir haben und wie wir die Welt begreifen, sehr wichtig. Um uns einzuschränken, haben wir so ein bisschen auf manche Themenbereiche verzichtet, wie zum Beispiel Aufklärung, weil wir gedacht haben, das ist eigentlich ein Thema für eine eigene Einheit. Das ist umfangreich. Zu groß. Genauso wie Thema Krankheit und Gesundheit. Da gibt es so viel jetzt natürlich aus aktuellem Anlass, dass wir sonst zum allgemeinen Thema Körper, Funktionen, Sinne und sowas gar nicht mehr gekommen wären. Genau, wobei man natürlich auch sagen kann, dass wir schon auf das Thema Gesundheit ab und zu auch eingehen können. Das hat jetzt keine eigene Rubrik, aber viele unserer Medien lassen sich ja auch in viele Kategorien einordnen. Wir sortieren das immer vor, aber das ist natürlich kein starres Korsett. Man könnte es eigentlich schütteln, meistens passt es in alle Kategorien, aber trotzdem so, dass Sie sehen, welche Themen wichtig sind. Ne? Genau. Deswegen haben wir es ein bisschen sortiert. Genau, okay. Dann fangen wir einfach mal an. Wir fangen an mit einem schönen Buch, Alle anders. Also der erste Themenblock, vielleicht kurz zur Übersicht, ist Diversität, ich und die anderen. Und darum geht es auch. So sind wir ja auch eingestiegen. Wir kommen in den Kindergarten und das sehen wir. Ne? Genau. Wir sehen auch die anderen, die Kinder sehen die anderen Eltern, die Geschwister, ne? Die hören die ganzen Sprachen. Und das ist, finde ich, sehr schön gemacht. Schon gleich auf der ersten Seite sieht man, was bedeutet Diversität. Und wenn alle gleich wären, wäre eigentlich alles grau. Und das ist halt sehr bunt, weil eben alle so unterschiedlich sind. Und es ist sehr wichtig, dieses Thema Vielfalt von Anfang an auch positiv zu besetzen. Die Kinder sind anders und das ist auch gut so. Und jeder hat seine eigenen Talente und Ressourcen. Jeder sieht anders aus. Hier dann zum Beispiel auch schon gleich Ideen, die wir nachher aufgreifen werden, wie man das sichtbar macht in der Kita oder eben auch als Themengebiet. Wie sehen die Körper aus? Und hier finde ich jetzt zum Beispiel sehr wichtig, weil wir hatten gerade gehabt, Krankheit. Ne? Hier wird auch das Thema Handicap dann zum Beispiel behandelt. Kinder, die eben andere körperliche Voraussetzungen haben, Einschränkungen haben. Und Sie sehen, es ist auch sehr bunt von den Kindern, was jetzt die Herkunft, den Hintergrund angeht. Ne? Es ist sehr nett gemacht, was ich gut finde hier, wie bei, finde ich bei allen Sachbüchern für die jüngeren Kinder gut, es ist ein Doppelseitenprinzip, das heißt ein Thema pro Doppelseite. Man kann das ja nicht im Stück vorlesen, sondern man beschäftigt sich dann zum Beispiel im Morgenkreis mit einem Thema. Ne? Genau. Dafür ist das sehr, sehr gut geeignet. Und das ist ja auch total wichtig, dass auch gerade Kinder, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben oder auf einen Rollstuhl den einfach nutzen, dass sie auch repräsentiert sind in den Kinderbüchern, die eingesetzt werden. Dass die sich wiederfinden. Jedes Kind wird sich in diesem Buch wiederfinden, weil es eben extrem bunt angelegt ist. Und es ist nicht unbedingt zum Vorlesen, wenn Ihnen der Text zu viel ist, ist natürlich auch schon ein schwieriger Text für kleine Kinder. Macht nichts, einfach Bilder betrachten und dazu erzählen. Genau, zum Vorlesen haben wir es ab 5 Jahren. Eingeordnet. Und als Aktionsidee haben wir hier auch was ganz Tolles. Sie brauchen dafür ein bisschen Fantasie tatsächlich, weil eigentlich wollten wir das als Handgirlande machen mit Handabdrücken von Kindern. Aber wir hatten leider gerade keine Kinder zur Hand, deswegen haben wir das selber gemacht und einfach aufgemalt. Aber ich glaube, Sie können sich es ganz gut vorstellen. Also jedes Kind nimmt quasi seine Hand, malt es mit Fingerfarbe oder einer anderen Farbe, die sich gut abdrücken lässt, quasi malt seine Handfläche ein. Das kennt man auch, glaube ich, überall. Und dann wird so eine Art Girlande daraus, die man dann aufhängen kann. Alle Kinder geben sich die Hand. Und genau, jeder ist einzigartig, denn, Fun Fact, es gibt ja auf der ganzen Welt keine
zwei Handabdrücke, die sich gleich sind. Genau. Man könnte es auch mit Füßchen machen. Ich habe das ja schon ganz oft gesehen in der Kita. Der Vorteil ist, früher hat man das oft mit Fotos von den Kindern gemacht. Ist jetzt heute wegen Datenschutz schwierig geworden. Also bisher gibt es diese Einschränkung noch nicht für Handabdrücke. Sehr gut. Ne? Da kann man das auf jeden Fall machen, dass man so eine kleine Girlande in jeder Gruppe aufhängt und die Namen drunter schreibt. Genau, ne? Name, Alter, vielleicht auch Kita-Gruppe, je nachdem, genau, was sich da anbietet. Genau, sehr gut. Und ein weiteres künstlerisches Buch zum Thema Diversität haben wir jetzt auch passend dazu. Genau, damit wollten wir zeigen, dass sich natürlich ganz viele Bücher, die eigentlich andere Themen haben, auch zum Thema Diversität wunderbar eignen. Dieses Buch könnte man genauso gut zum Thema Farben einsetzen. Genau, also falls Sie was schon im Bestand haben, Sie können ja mal gucken. Ja, ob Sie das also eigentlich ist Vielfalt, weil immer in diesen Büchern für die jüngeren Kinder sind immer viele Akteure, meistens Tiere, die sehr unterschiedlich sind. Das heißt, das Thema Vielfalt ist in fast jedem Bilderbuch drin. Hier ist es noch ein bisschen ausgeprägter, was das Thema Identität angeht, weil der Farbenfrosch ist ein Künstler und er will gerne allen Tieren was Gutes. Aber es ist nicht so richtig gut, oder? Es kommt ja drauf an, ne? Für jeden ist ja auch was anderes gut. Ja, vielleicht. Er denkt ja nach ne? Und dann denkt er ja, also die Tiere müssen überzeugt werden, dass so wie sie aussehen, das ist eigentlich nicht schön genug. Ja, dass er eigentlich am besten weiß, was schön ist. Er weiß am besten, was schön ist und er gestaltet die Tiere um und wir sehen jetzt gleich mal ein umgestaltetes Tier, was also nicht ganz so glücklich, Sie sehen, es ist sehr, sehr bunt, das Buch. Also ich finde ja den Elch am schönsten, da ist er. Also ich finde, er sieht nicht so mega glücklich aus. Nein. Ne? Ja, also da ist, ich hatte doch eben diesen poetischen Einfall, dass hier wirklich die äußere Hülle, die einem jemand anderes verpasst, nicht zu dem passt, was man im Inneren eben wirklich ist. Der Elch ist so nicht. Mhm. Er ist von seinem Wesen her nicht kariert. Ne? Und das finde ich sehr nett, dass am Schluss also rauskommt, dass natürlich, es geht im Bilderbuch immer gut aus, dass der sehr einsichtig ist. Also die Tiere dürfen sein, wie sie sind. Sie sind ja bunt genug. Da braucht man keinen Farbenfrosch. Und am Ende vertragen sich alle und alle sind richtig so, wie sie sind. Genau. Und am Ende gibt es, wie in jedem guten Kinderbuch, eine Party. Immer. In jedem guten Kinderbuch gibt es am Schluss eine Party. Genau. Gut. Dann machen wir direkt weiter mit den Sinnen und der Körperwahrnehmung. Ach. Und da haben wir, glaube ich, eins deiner Lieblingstitel. Ja, ich finde das ja so mega. Also das ist wirklich ganz toll, diese Karten zur Körperwahrnehmung. Ich spüre mich, 30 Bildkarten zur Körperwahrnehmung. Und hier haben Sie auf der ersten Seite gleich ein Inhaltsverzeichnis. Es geht also nach verschiedenen Themenbereichen, Bewegung, Entspannung, Spüren mit allen Sinnen und Körperkoordination und Gleichgewicht. Und Sie haben auch ein Vorwort, wo das noch mal ein bisschen erklärt wird. Und was ich sehr schön finde, auch die Kinder können schon sich die Bilder betrachten und überlegen, was könnte der Inhalt sein jetzt dieser kleinen Einheit. Ich habe mal hinten was genommen aus dem Thema Bewegung. Es sind hinten drauf auf den Karten nämlich dann immer die Spielideen. Mhm. Und hier ist jetzt die Putzparty. Also das wäre mir, das hätte ich mit meinen, wenn ich das die Folge hätte ich gerne gemacht mit meinen Kindern, kannte ich leider nicht. Alle Kinder bringen von zu Hause ein kleines altes Tuch mit, verteilen sich im Raum, setzen ihr Tuch auf den Boden und dann sollen sie das mit den Füßen im Kreis schieben, mit den Füßen nach links schieben, mit dem Fuß auf die andere Seite schieben, sich mit dem Po auf das Tuch setzen und sich damit vorwärts bewegen. Das heißt, es sind unglaublich viele tolle Ideen, die erstens mal neue Fähigkeiten hervorbringen, aber auch den Kindern vermitteln, was sie schon alles können. Also es ist eine sehr motivierende, ermutigende, schön gestaltete Zusammenstellung, an der sie ganz, ganz lange Spaß haben werden, was man auch gut mal so zwischendurch in einer kleinen Pause machen kann. Genau, weil es einfach auch Bewegungsanreize sind. Richtig, auch mal draußen. Ja, das kann man ja im Prinzip überall machen. Überall. Ne? Genau, und Sie haben da jetzt schon eine sehr, sehr große Menge an tollen Impulsen und Ideen dabei, deswegen haben wir einfach auch nur einen weiteren Aktionstipp mitgebracht, der da so ein bisschen dran anschließt, nämlich das Fingerspitzenspiel, haben wir es mal genannt. Und da geht es im Prinzip einfach darum, dass die Kinder sich alle im Kreis hinstellen und vielleicht mit einem kleinen Einstiegsritual, wie mit dem Klingen einer Klangschale, wird dann erstmal die Gruppe zur Ruhe gebracht. Und dann gibt eine Erzieherin oder vielleicht auch ein Kind vor, welche Körperteile angestupst werden, in welcher Reihenfolge, mit der Fingerspitze. Also zum Beispiel, wir stupsen alle unsere Nase an, dann stupsen wir alle unsere Schulter an, alle unseren Bauch. Genau, und dann wird das sozusagen wiederholt. Das schult einmal die Koordination, gerade bei der Nasenspitze, und aber auch der Wortschatz, wenn Sie das mit kleineren Kindern machen oder vielleicht auch Kinder, die
Deutsch nicht als erste Sprache haben, sondern gerade lernen, dann lernen die dadurch auch mit einem Bewegungsablauf die Körperteile kennen. Finde ich jetzt gerade sehr wichtig, weil viele von Ihnen werden schon Kinder aus der Ukraine jetzt neu in der Einrichtung haben. Und die Körperteile gehören genau wie Farben oder Lebensmittel oder Zahlen, gehören eigentlich zum Basiswortschatz. Zum Grundwortschatz. Und dann kann man das natürlich damit sehr schön aufbauen und ein bisschen spielerisch gestalten. Genau, sehr gut. Apropos Bilderbuchkarten. Wir haben noch, manchmal haben wir ja kein Kamishibai dabei, aber eigentlich wollen wir es immer haben. Ich hole es und versuche dabei wenig Krach zu machen. So, das Kamishibai. Sie kennen es vielleicht alle. Wenn nicht, lernen Sie es jetzt kennen. Ein sozusagen ein Bildertheater, ist aus einem Papiertheater. Kami heißt Papier und Shibai heißt Theater. Und das ist eine sehr alte Form, die aus Japan kommt und hier seit einigen Jahren sehr trendig ist. Ne? Das heißt, die Kinder haben so ein bisschen dieses Kinoerlebnis. Man öffnet ganz langsam, man sagt, seht ihr schon was? Und dann sieht man so langsam, um was könnte es gehen. Ne? Sie sehen es auch schon so ein bisschen. um was es hier gehen könnte. Und hier geht es jetzt also zum Beispiel um die Haare. Also das ist, glaube ich, das minimalistischste Kamishibai, was ich kenne. Ich glaube auch. Es ist auf jeder Seite ist ein Körperteil, also die Nase oder der Po oder die Haare. Und dann aber in ganz vielen verschiedenen Varianten. Oder auch sehr kleinteilig, also auch die Augenbrauen zum Beispiel. Ne, die Füße, ganz, ganz unterschiedlich und eben mit verschiedenen Hautfarben, mit verschiedener Behaarung, also ganz, ganz unterschiedlich, sehr puristisch. Und das muss natürlich ausgestaltet werden. Also, und da kann man mit den Kindern unglaublich viel zu machen. Und was man alles machen muss, müssen sie sich nicht selber ausdenken, sondern das steht hier alles wunderbar in diesem ganz tollen kleinen Booklet drin, auch noch mit einer kleinen theoretischen Einführung. Ich habe jetzt mal hier das Thema Beine und Füße genommen. Dann ist das immer mit Erklären, also dass man ein bisschen was erklärt. Fragen, an die Kinder stellt, kleine Anlässe zum Diskutieren oder Philosophieren und dann hier konkret Spiele. Mhm. Spiele, die man mit den Kindern machen kann, Bewegungsspiele jetzt mit den Beinen zum Beispiel. Oder hier zum Beispiel auch nicht schlecht, Dinge, die so ein bisschen diese Diversität und auch diese Empathie der Kinder dafür schulen, also zum Beispiel sich mal eine Gehhilfe auszuleihen oder wenn ein Kind mit Rollstuhl da ist, die anderen auch mal darin fahren zu lassen, damit die sich das mal vorstellen können, ne? Wie man sich auch fortbewegen kann, wenn es eben vielleicht nicht anders geht. Mhm. Ne? Ganz, ganz viele Dinge und ein sehr umfangreiches, zu jeder einzelnen Seite gibt es hier diese kleine Sammlung von Ideen. Sehr empfehlenswert, sehr divers und sehr fantasievoll. Genau, ja, und auch quasi vorurteilsfrei. Also absolut. Gerade auch durch die Körperbehaarung zum Beispiel werden vielleicht auch verschiedene Stereotype aufgebrochen. Und das Gute im Unterschied zum Buch, es gibt es auch als Buch, ist, dass die Kinder jetzt hier, wenn die Kinder noch sehr klein sind und sie wollen zum Beispiel, dass bestimmte Körperteile gar nicht zeigen, dann lassen sie diese Bildkarte eben einfach weg. Beim Buch, sie können ja nicht die Seiten zusammenkleben, würden die Kinder beim Blättern dann doch draufkommen. Kann ja sein, dass sie das nicht möchten, dass es da Vorbehalte gibt. Bei den Eltern, weiß ich nicht. Ne? Ja. Und das ist beim Kamishibai, können sie bestimmen, was gezeigt wird. Genau, ne? Sehr gut. Und weil wir ja über verschiedene Körperteile gesprochen haben, bietet sich unser Körper- oder Gesichtspuzzle, je nachdem, welchen Teil man zerschnippeln will, sozusagen sehr an. Aber bevor ich das erkläre, haben wir eine Frage, sehe ich gerade. Ja, genau. Wir haben eine Frage reinbekommen, und zwar, ob das Booklet immer dabei ist oder ob man das neben den Bildkarten extra erwerben Nein, muss. Nein, das ist dabei. Das ist praktisch ein All-in-One-Paket. Genau, also das kommt alles in so einer Hülle, in so einer Klarsichthülle. Genau. Okay, also unser Puzzle. Am schönsten finde ich ja, wenn man das mit Fotos macht, also wenn man sozusagen Porträtfotos von den Kindern seiner Gruppe hat oder seiner Einrichtung und diese dann in 3 oder 4 Teile unterteilt, wie Stirn, Augenpartie, Nase und Mund und Kinn und es dann durcheinander mixt und die Kinder auch raten lässt vielleicht, welcher Teil gehört denn zu welchem anderen Kind. Wenn das nicht geht, aus unterschiedlichsten Gründen, bei uns geht es aus dem Grund nicht, dass wir keine Gruppe haben, kann man das natürlich auch basteln. Also wir haben hier jetzt tatsächlich Männchen gebastelt. Man könnte es mit Selbstporträts der Kinder zum Beispiel machen. Die kriegen dann aber ein Blatt, was in 4 Abschnitte eingeteilt ist. Das geht nur mit den Größeren und malen da jeweils rein, damit das auch stimmt. Genau, also es ist schon ein bisschen schwieriger. Also wir haben jetzt zum Beispiel 4 verschiedene Figuren gehabt im Ganzen. Und jetzt kann man die natürlich ganz toll einfach mixen. Und dann am Ende, wenn man das mit Selbstporträts macht, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind kommt, das hat immer eine lilafarbene Hose an und dann
ist das ja zum Beispiel ein gutes Indiz dafür, dass es wahrscheinlich dieses Kind auch ist, das so ein Selbstporträt sich gemalt hat. Und wir haben den Jungen im Rock. Und damit wird etwas gezeigt, was vielleicht doch noch etwas ungewohnt ist für viele Kinder und wo auch noch oft dann gekichert wird oder sich geschämt wird oder guck mal, wie der aussieht. Und wenn man damit spielerisch umgeht und man kann die Figuren total lustig und neu zusammensetzen, dann ist das auch wieder ein Beitrag zum Thema Miteinander und Vielfalt. Genau. Und auch zum Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ja. Auf jeden Fall. Genau so. Ich räume auf. Du holst schon mal das nächste Buch raus. Ja. Das kann ich. Ich zeige es dir. Das ist jetzt was für unsere, für die Jüngeren. Für die ganz Kleinen. Ne? Ich bin ja ein großer Fan von Pappbilderbüchern und es gab noch nie zuvor so viele schön und liebevoll gemachte Pappbilderbücher wie im Moment. Und das hier ist wieder das Doppelseitenprinzip. Hurra, die Welt ist schön und groß. In jeder Sekunde ist was los. Zum Glück bist du bei mir, was ich schon kann. Ich zeige es dir. Und dann geht es nach den einzelnen Sinnen, also zum Beispiel sehen, was man alles sehen kann. Man kann die Farben sehen, man kann Gesichter erkennen. Beim Tasten, nächstes Thema, man kann sein Stofftier drücken, man kann seine eigene Nase berühren. Sie sehen, das greift jetzt wieder in das, was wir eben gerade schon gemacht haben. Ne? Schmecken, hören, also die einzelnen Sinne riechen. Ganz liebevoll, jeweils auf einer Doppelseite. Ich würde das schon ab 2 Jahren einsetzen. Die Kinder können es auch eigenständig betrachten. Man braucht den Text gar nicht unbedingt und es gibt ganz viele Aktionen, die stehen praktisch schon drin, die man mit den Kindern machen kann. Genau, und hier zum Beispiel ist ja auch der Text gereimt. Ja. Das heißt, man kann auch direkt schon so ein paar phonologische Bewusstheitsübungen machen und so noch besser den Kindern das Buch nahebringen, weil wenn man das 3, 4, 5 Mal gelesen hat, können die es wahrscheinlich auch schon auswendig. Absolut, da können die das mitsprechen. Ne? Genau. Als Aktionstipp haben wir hier ein Geräuschedomino vorgeschlagen. Das funktioniert ein bisschen so wie das, was wir vorhin schon kurz besprochen haben, nämlich alle stehen im Kreis. Sie merken, ich mag Spiele, wo die Kinder im Kreis stehen und ein Kind macht ein Geräusch und dann ist es so ein bisschen wie ich packe meinen Koffer, nur mit Geräuschen. Also ein Kind schnipst, das zweite Kind schnipst und klatscht und das dritte Kind schnipst und klatscht und stampft mit dem Fuß. Stampft mit dem Fuß, genau. Und so geht es dann sozusagen reihum. Und dann gucken wir mal, ob am Ende alle Kinder noch alle Geräusche können. Bei der Gelegenheit würde übrigens dann auch auffallen, wenn ein Kind nicht gut hört. Und es fällt dann auf, welches Kind kann das schon beschreiben, was es da hört. Das heißt, es ist auch ganz gut, wenn man die Kinder noch nicht kennt, ist das ein Spiel, wo man die Fähigkeiten der Kinder relativ schnell einschätzen lernen kann. Ja, ne? Genau. Und man kann es natürlich auch mit Bewegungen machen. Also, dass man quasi eine Bewegung, jedes Kind eine Bewegung macht. Das lässt sich ohne Ende variieren. Ne? Genau, ja. So, dann kommen wir jetzt zu einem Tipptoy. Sie kennen es alle hier vorne, liegt schon der Stift. Also Tipptoy, jetzt hier dein Körper und du. Das ist jetzt was für die Gruppe ab 4, ist aber auch gut geeignet, wenn sie auch ältere Kinder eventuell haben, so mit 7. Also bis dahin auf jeden Fall. Ich würde es sogar noch die gesamte Grundschulzeit nehmen. Also ist sehr breit einsetzbar. Wir packen es jetzt nicht aus, weil es sehr kleinteilig ist. Man findet sonst nie alles wieder. Aber hier hinten sieht man, man hat also eine Einstiegskarte. Da kommt eine Krankenschwester in die Kita und fragt die Kinder, was sie wissen wollen über den Körper. Und dann kann man mit einer anderen Karte kann man das dann animieren und dann ist das selbsterklärend. Sie sehen, das finde ich sehr gut. Ich hasse Bedienungsanleitungen. Ich auch. Die liest doch niemand. Schrecklich. Und hier braucht man keine, ne? Weil es ist sehr einfach, es ist selbsterklärend. Sie brauchen nur ihren beliebten Stift, sie müssen den anmachen und dann erklärt sich alles ganz von selber. Und die Kinder können das im eigenen Tempo und auch nach ihren eigenen Interessen entdecken, weil es ist ja keine festgefügte Vorgabe, wie es jetzt zu nutzen ist, sondern jedes Kind bestimmt selber, was interessiert mich am meisten und danach gucke ich dann. Also Tipptoy, sehr gut geeignet übrigens auch für Kinder mit geringen Sprachkenntnissen, weil durch das immer wieder hören können von einem, der die Sprache auch korrekt ausspricht, ist das was, was sich auch einschleift. Und wenn Sie jetzt nicht immer Zeit haben, mit einzelnen Kindern sich, also mit einem einzelnen Kind zu beschäftigen, darf ein Kind auch mal alleine sich mit sowas beschäftigen in einer ruhigen Phase, in einer ruhigen Ecke. Ja. Auf jeden Fall. Also Tipptoy, sehr gut geeignet für Sprachförderanlässe und auch jetzt hier zum Thema Körper. Genau, und wenn Sie das mit Gruppen, einsetzen oder in einer Gruppe einsetzen möchten, dann bietet sich da im Anschluss auch auf jeden Fall an, nochmal drüber zu sprechen. Also zu fragen, was kann der Körper oder gemeinsam auch wirklich am Körper zu gucken, was kann der Körper, indem man sich zum Beispiel eine Hand auf die Brust legt und dann mal tief einatmet und wieder ausatmet und dann auch darüber spricht, was ist denn gerade passiert. Vielleicht, ne, die Lungen haben sich gefüllt mit Sauerstoff, deswegen hat sich der Brustkorb ausgedehnt und beim Ausatmen ist es wieder entwichen. Und das kann man ja beliebig erweitern und so auch noch mal so ein bisschen das Verständnis für die Körperfunktion besprechen und schulen.
Sehr schön. Es gab zum Beispiel mal ein Körperbuch vor einigen Jahren. Da war dann auch der Tipp, also Hand hier hinhalten und gucken, wie sich die Lunge mit Luft füllt. Und dann ein Kind legt den Kopf auf den Bauch des anderen Kindes und hört, was sich da abspielt im Bauch. Ne? Wenn das dann blubbert und gerade nach Mittagessen, finden Kinder super. Ne? Also da kann man wirklich ganz, ganz viele Spiele dazu machen, wo man wirklich konkret ausprobieren kann, was kann mein Körper? Mein Körper ist eigentlich ein Wunderwerk. Eine Maschinerie. Ja, eine tolle Maschine. Apropos der Körper als Maschine, da haben wir doch... Da haben wir gleich zwei Apps für Sie, die für unterschiedliche Altersgruppen geeignet sind. Wir fangen mal an mit der, die auch die Älteren nehmen können. Sie können es aber für verschiedene Altersgruppen nutzen. Jetzt genau, das auf. Ist die Wie funktioniert mein Körper? Wie funktioniert mein Körper von Learnyland. Da finde ich zum Beispiel sehr schön, dass sie einen Avatar erstellen. Also das heißt, die Kinder erstellen eine Version, die sie gerne als beispielhaften Körper nehmen wollen. Und da können sie zum Beispiel gleich am Anfang die Hautfarbe bestimmen. Wir nehmen mal eine mittlere Hautfarbe. So. Und jetzt wird der mal aber sowas von unter die Lupe genommen. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viel von dem nicht gewusst. Mhm. Also ich glaube, du auch nicht. Wenn du jetzt ganz bestimmt nicht. Also, ich hatte nicht Biologie im Leistungskurs. Nee, also da ist wirklich ganz viel, aber sehr anschaulich. Das heißt, der wird jetzt unter die Lupe genommen. Wir gucken mal, was man alles angucken kann. Also wir nehmen mal erst das Skelett. Hier unten sind lauter Tasten. Mhm. Also wir nehmen jetzt mal Skelett. Dann kann man sich das genau angucken. Und wenn, also ich finde ganz besonders schön, man kann den Körper auch bewegen. Dann sieht man nämlich, wie das hier funktioniert mit den Gelenken. Ne? Oder aber man kann ein Puzzle machen. Das heißt, jetzt gehe ich hier drauf. Dann fallen die Sachen alle runter. Und jetzt müssen die Kinder, wenn sie jetzt ältere Kinder haben, gemeinsam mit ihnen das eben wieder in Ordnung bringen. Ne? Sie können aber auch einfach drauf tippen, dann ist es wieder da. Und das können Sie jetzt eben zu ganz, ganz unterschiedlichen Funktionen des Körpers machen. Also jetzt hier zum Beispiel zum Thema Lunge. Da haben Sie die Möglichkeit, im Freien spazieren zu gehen. Sehr schön. Mhm. Ne? Oder Sie haben wir wieder das Atemspiel von vorhin. Oder eben... Abgase. Ja. Also Sie haben hier ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ne, das zu machen. Wir lassen ihn gleich wieder in die freie Natur. Besser ist, glaube ich, besser. Ne? Also das ist ein sehr, da haben die Kinder ewig mit zu tun. Mhm. Sie können immer mal wieder das anbieten. Sie können das natürlich an den Beamer anschließen. Einfach mit einem kleinen Adapter an den Beamer anschließen. Dann können die Kinder das in ganz groß sehen. Genau, und das kann man dann ja auch mit mehreren Gruppen quasi. Genau. Die andere ist sehr viel einfacher. Das heißt, man hat jetzt hier ein Inhaltsverzeichnis, ne? Und dann hat man hier praktisch die einzelnen Kapitel. Also wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Hunger. Ja. Wir nehmen mal Hunger und dann kann man dann hier sehr schön sehen, man kann also dem Mädchen Milch geben. Und dann, Moment, und dann kann sie, das schüttet sie sich gleich in den Hals, das haben wir jetzt leider keine Zeit, dann kann man das verfolgen. Quasi. Aber man kann jetzt hier dann, wenn man weiterschiebt, kriegt man dann noch mehr Informationen zum Thema Ernährung. Und was ich hier besonders gut finde, ist, dass sie auch die Sprechversion haben. Mhm. Das heißt, das Kind kann das jetzt tatsächlich auch schon mit 5 alleine nutzen, weil es ja nichts lesen muss, sondern es bekommt alles vorgelesen. Sehr schön, dann zum Beispiel können die Kinder das auch individualisieren und können die Zahl ihrer Wackelzähne eintragen oder ihre persönliche Körpergröße. Das kann dann immer angepasst werden. Ist eine App, die sie auch gut Eltern empfehlen können. Also sehr empfehlenswert. Ich würde sie einsetzen ab 4 bis 5 Jahren. Bitte Apps grundsätzlich mit Begleitung. Also da sind wir... Genau, wir wollen nicht, dass Kinder geparkt werden. Nein. Natürlich, das wollen sie auch nicht als pädagogische Fachkräfte. Das wissen wir. Wir betonen es trotzdem immer wieder. Apps niemals, also schon mal gar nicht für die Kleinen, alleine nutzt, also einsetzen lassen, aber auch ansonsten immer nur mit Anleitung und Begleitung. Richtig. Genau. So. So, und jetzt haben wir gerade schon einen tollen Umriss gesehen von einem Mädchen. Und unser Aktionstipp wäre jetzt auch ein Umrissspiel quasi, dass Sie das Bild von der App auf das Papier bringen, indem Sie zum Beispiel, ich trete hier mal zur Seite, ein großes Blatt Papier nehmen und da darf sich dann ein Kind drauflegen und platzieren und wird dann von einem anderen Kind quasi einmal nachgezeichnet, umrahmt. Und dann können die Kinder die einzelnen Organe basteln oder auch Knochen, also was sie halt gerade vielleicht gelernt haben. Und man kann es dann einsetzen. Und wir haben jetzt natürlich sehr schöne Organe von unserer Bastelkönigin Lara, die immer wunderschön bastelt. Das muss natürlich nicht so perfekt aussehen und auch nicht so maßstabsgetreu ist es vielleicht auch gar nicht. Aber genau, also es muss nicht so ordentlich aussehen, aber einfach diese App nochmal als Basteltipp in die reale Welt übertragen und gemeinsam drüber sprechen.
Und es macht Spaß. So ein Umrissspiel macht einfach Spaß. So, und als Abschluss haben wir dann noch zwei Bücher, die man immer mal wieder, ich lege sie mal nebeneinander, dass man die Unterschiede sieht, auch in der Größe. Also das hier ist für die ganz Kleinen. Ne? Mhm. Das ist also eigentlich genau das, was wir hier gerade gezeigt haben. Die Unterschiede, ne? Die man also jetzt hier auch nochmal unter Klappen entdecken kann. Die Sinne, ne? Die wir eben gerade auch in dem anderen Buch hatten. Da nochmal deinen Körper als Wunderwerk, ne? Dass die Kinder das auch schätzen lernen. Hier kann man die Zähne auch putzen. Das heißt, das würde sich zum Beispiel auch für Gesundheit eignen. Absolut. Also, oder auch Hygiene, bleib gesund, richtig. Genau. Also das ist zum Beispiel dafür wunderbar geeignet. Für die etwas Älteren, aber auch nicht viel, also das geht auch schon so ab 3, 4, hat man hier das Lupenbuch, wo man also auch... Das ist ja mein Lieblingsbuch. Das ist toll, oder? Wo man also hier ganz wunderbar, geht auch nicht kaputt, ist extrem stabil. Wo man hier wieder auf Doppelseiten verschiedene Themen hat. Nochmal, den Text können Sie vorlesen, Sie können ihn aber auch erzählen, je nachdem auf dem Sprachniveau der Kinder oder die Kinder eben einfach nur betrachten lassen und dann auf Fragen der Kinder antworten. Das ist meistens die einfachste Methode. Das ist so ein kleines Nachschlagebuch, wo man wirklich über den Körper nochmal Sachwissen auf unterschiedlichen Niveaus erhalten kann. Genau. Ja. Gut, und dann sind wir auch tatsächlich schon mit der Zeit zu Ende. Es geht immer so schnell. Es ist jetzt super schade, weil unser Aktionstipp ist natürlich, ein Lied zu singen. Und jetzt lassen wir das einfach mit dem Singen. Ja, da bist du aber traurig, ne? Da weil bin ich ganz furchtbar sie traurig. Wollte sich ja eigentlich drücken, aber ich gehe davon aus, dass Sie alle Kopf und Schulter, Knie und Fuß singen können. Und wenn Sie es nicht können, also bitte den Eltern auch den Tipp geben. YouTube Kids ist ja werbefrei. Mhm. Wenn man das da eingibt und das Kind vorher anmeldet in einer bestimmten Altersgruppe, kriegen Sie ja alles nur passend. Und da ist dieses Lied auch drauf und dreimal gehört und dann können Sie das sowieso auswendig. Genau, und wir sind auch alle dankbar, dass Sie meine Gesangseinlage jetzt nicht Also ich bin sehr traurig. Okay, machen wir gleich noch. Okay. Wunderbar. So, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, Sie haben jetzt noch mal kurz die Gelegenheit, was reinzutickern in den Chat. Ansonsten blenden wir gleich noch mal die Titelliste ein. Da sehen Sie alle Titel schon mal aufgelistet. Das ist auch genau die Liste, die wir Ihnen per Mail zuschicken werden innerhalb der nächsten 14 Tage. Und ich werfe kurz einen Blick zu unseren Chatbetreuerinnen. Sie zeigen die Daumen nach oben, das machen wir auch. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute mit uns dabei waren. Wir hoffen, es war was für Sie dabei. Und ja, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag noch. Tschüss. Tschüss.